Grüne Gewalt, Lützerath vor der Schlacht. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 9. Januar. Das sind einige unserer weiteren Themen. Berlin-Wahl, das sind die Kandidaten. UFOs, Fragen und Antworten. Freddy, politische Kreuzungen. Brasilien, Protest gegen Lula. Lützerath vor der Schlacht. Im rheinischen Kohlerevier rüsten Linksradikale zur gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei. Es werden bürgerkriegsähnliche Unruhen befürchtet. Sehen Sie selbst. Kurz vor der erwarteten Räumung des Ortes Lützerath versammeln sich im rheinischen Braunkohlerevier immer mehr Klimaaktivisten. Sie wollen verhindern, dass der Energiekonzern RWE den Ort abreißt, um dort Kohle für die Verstromung abzubauen. Deshalb haben die Aktivisten neue Straßenblockaden errichtet. Wie der Spiegel berichtet, werden für die Räumung neben der Polizei aus Nordrhein-Westfalen auch Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Luisa Neubauer, die deutsche Ausgabe von Greta Thunberg, ist schon vor Ort und wird mit ihrer Prominenz Tausende von sogenannten Klimaaktivisten anlocken. Warum wollen die Linksextremen die Kohleförderung in Lützerath verhindern, obwohl selbst die Grünen dafür sind? Welche Bedeutung hat die Schlacht um ein Dörfchen, das längst von allen Bewohnern verlassen wurde? Und warum lässt sich der Staat das bieten? Darüber diskutieren unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Immer mehr Klimaaktivisten kommen nach Lützerath. Ganze Shuttlebusse fahren dorthin. Keine Ahnung, wer die Busse organisiert oder bezahlt. Auf jeden Fall werden da busseweise die Aktivisten hingekarrt an die Kohlefront. Und es gibt auch schon so Seminare, wo geprobt wird, wie man die Polizisten am besten aufhalten kann. Auch gewaltsam. Und das Ganze könnte große Ausschreitungen geben. Ab Mittwoch soll geräumt werden. Ab Mittwoch wird es also spannend. Und schon gestern gab es einige Ausschreitungen. Und zwar bei einem Konzert von Annenmay Kantereit, einem Musiker, der vor allem in der linksextremen Szene sehr beliebt ist. Es flogen Steine auf Polizisten. Und der größte Witz ist eigentlich, ursprünglich sollte das Konzert an der Tagebaukante stattfinden. Da gab es aber irgendeine Verschüttung, deswegen war das gefährlich. Und dann durfte das ganze Konzert umverlegt werden auf den Parkplatz der Polizei. Also die Polizisten haben gesagt, hier, ihr bekommt unseren Parkplatz zur Verfügung. Und dazu passt natürlich auch, dass der befehlshabende Polizist Dirk Weinsbach, das ist der Aachener Polizeipräsident, Mitglied der Grünen ist. Der soll da ab Mittwoch das Ganze räumen. Ich bin gespannt, wie es laufen soll. Dann habe ich heute in Vorbereitung auf die Sendung gelesen, Neubauer hat sich von der Gewalt distanziert. Da dachte ich zuerst, oha, Luisa Neubauer, was ist mit der los? Aber es war nicht die Neubauer gemeint, sondern die Neubauer, das ist die Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Die hat sich distanziert und unsere Luisa hier hat sich natürlich nicht distanziert. Das ist nicht ihre Art und Weise. Sie war vor Ort, forciert das natürlich das Ganze auch über Social Media und macht da wieder diesen Job Verknüpfung zwischen radikalem Aktivismus und Mainstream. Wer auch vor Ort ist, ist die Janine Wissler, die Co-Vorsitzende der Linkspartei. Diese abgehalfterten Genossinnen wittern jetzt ihre Chance, weil die Grünen selber in der Regierung unterstützen ja diese Sache mit Lützerath, also der nochmal nach Braunkohle zu graben und abzubauen. Und jetzt will sich die Linkspartei als Patronin dieser völlig durchgeknallten Extremisten darstellen. Bin ich gespannt, was Frau Wagenknecht dazu sagen wird. Ja? Mhm. Also Luisa Neubauer hat sich so geäußert, es geht um alles. Das Dorf hier ist überlaufen von Menschen, die aus der ganzen Republik angereist sind. Ich meine, was wollen die Leute? Die haben ja alles erreicht. Die haben alles erreicht. Hambacher Forst waren die Auseinandersetzungen auf dem Höhepunkt 2018. Die haben Zwillen eingesetzt, die haben Mollys eingesetzt, die haben Sprengsätze gebaut, die haben von den Bäumen runter die Polizei mit Fäkalien beworfen und überschüttet. Es waren ekelhafte Szenen, aber sie hatten Erfolg. Zwei Jahre später hat die Bund-Länder-Kommission beschlossen, Hambacher Forst bleibt erhalten. Und jetzt bei Lützerath dasselbe. Der offizielle Kohleausstieg ist ja 2038 bundesweit beschlossen. In NRW hat man den Ausstieg auf 2030 vorgezogen.
Und das einzige kleine Zugeständnis, was die Grünen in der Regierung gemacht haben, ist eben zu sagen, naja gut, dann könnt ihr jetzt aber von 5 Dörfern, die auf der Kippe standen, wurden 4 gerettet, aber dann könnt ihr jetzt wenigstens Lützerath noch bekommen. Aber nicht mal das, nicht mal diesen Mini-Kompromiss wollen jetzt diese Klimastalinisten zugestehen, sondern sie kämpfen jetzt ums Ganze und meine Prognose ist, es wird nicht viel anders ausgehen als im Hambacher Forst. Vor allem ist es ja ein reines Symbol, also Lützerath ist leer, da wohnt keiner mehr und es wird immer so getan, wir kämpfen an der Seite der Einwohner gegen den großen Kohlekonzern, heroischer Kampf und so weiter, aber seit 2006 wurden die Leute da umgesiedelt, das heißt seit 2006 ist Lützerath eigentlich schon tot als Ort, das wurde beschlossen, lange schon beschlossen und jetzt ist es reine Formsache, die ganze Abwicklung. Also eigentlich läuft da überhaupt nichts mehr. Was man auf jeden Fall feststellen kann, seit die Grünen in der Regierung sitzen, hat sich die Klimaszene radikalisiert. Ich denke, dass das den Grünen nicht mal unbedingt schadet. Also ich glaube, es ist so eine Art strategische Aufteilung, weil ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung lehnt auch so radikale Klimaaktionen ab. Und wenn die sehen, die Grünen distanzieren sich davon und machen da gar nicht mit, dann erscheinen die Grünen natürlich wählbarer, weil harmloser und gemäßigter. Und als Kontrast hat man dann die radikalen Klimaaktivisten wie Ende Gelände oder Letzte Generation, die jetzt auch vor Ort sind, die solche radikalen Aktionen machen, die sich auf Kämpfe mit den Polizisten vorbereiten. Und dagegen ist natürlich Habeck der absolute Musterknabe, der treue Staatsbürger, den man dann auch getrost wählen kann als Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat. Also ich glaube, es nützt den Grünen auch. Ja, es ist ein Spiel mit verteilten Rollen. Die Radikalinskis schrecken vor Gewalt nicht zurück und die Grünen distanzieren sich dann von den Methoden, aber gießen dann die gesamte Programmatik vielleicht mit dem kleinen Zeitverzug genau. In Regierungshandeln. Das sind dieselben Ziele. Ja. Und das ist einfach ein Deutschland-Zerstörungsprogramm. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben im letzten Jahr 2022 weltweit die größte Kohleverstromung und den größten Kohleabbau ever. Hm. Und in Deutschland analog. Man hat sich dann von der russischen Kohle, die die Hälfte des Imports in Deutschland ausgemacht hat, verabschiedet. Jetzt holt man eben mehr aus Südafrika oder Kolumbien oder den USA. Aber das Ausmaß, dass wir die Kohle brauchen, ist sonnenklar. Und jetzt hat man sogar ja im Zuge der Gasknappheit einige Kraftwerke wieder reaktiviert. Aber die Kohle dafür kommt nicht aus Deutschland, sondern wird importiert. Die einzige Möglichkeit wäre, selbst die eigenen Ressourcen in Deutschland zu nutzen. Dazu gehört die Braunkohle, gehört auch die Steinkohle in allererster Linie. Aber mit solchen Aktivitäten wird natürlich verhindert, dass Deutschland autark oder ich will gar nicht von autark hier reden, aber einen großen Teil selbst versorgen wird in der Primärenergie. Man macht sich Hoffnungen auf Sonne, Mond, Wind und Sterne, die die Energie bringen sollen, aber natürlich die Grundlast nicht solide bereitstellen. Und ja, für mich auch nochmal sehr, sehr interessant ein Rückblick auf die DDR. Die DDR wäre schon 10 Jahre vorher untergegangen, wenn es die Braunkohle nicht gegeben hätte. Denn im Jahre 1978, 1979 haben die Russen den Preis für ihre Öllieferungen auch an die befreundeten Bruderstaaten stark erhöht. Das hing auch mit der OPEC zusammen und der weltweiten Energiekrise, die es damals schon gab, haben die Russen ihre Preise erhöht und die DDR hätte das russische Öl nicht mehr bezahlen können. Mhm. Und in Moskau, zwischen Moskau und Ost-Berlin wehte ein scharfer Wind und der Ausweg war dann, dass die SED gesagt hat, okay, wir können das russische Öl nicht mehr bezahlen, wir entwickeln jetzt die Braunkohle. Und dann wurde Braunkohle im großen Stil abgebaut. Die DDR hat es natürlich schlecht gemacht. Es gab eine hohe Luftverschmutzung, aber das müsste ja alles heute nicht mehr sein. Jedenfalls, Braunkohle ist ein Plus für Deutschland und das müsste man unbedingt, solange es noch geht und nicht alles zugeschüttet ist und nicht alles überflutet ist mit Tagebauseen, solange müsste man das nutzen. Ja klar, logisch. Und was mich auch stört an der aktuellen Geschichte ist diese krasse Doppelmoral. Also wenn man jetzt schaut auf den Reinhardswald in Hessen, das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Hessen, hat eine lange Geschichte, wird auch der Märchenwald genannt wegen der Gebrüder Grimm und so weiter. Und der soll jetzt abgeholzt werden für Windräder. Das juckt natürlich die Klimaaktivisten im Neubau überhaupt nicht, weil das nicht ins ideologische Raster passt. Da gab es eine Aktion der Jungen Alternative letztes Jahr. Also das ist die Parteijugend der AfD, die haben da eine Protestaktion gemacht.
wurde natürlich überhaupt nicht erwähnt von den Medien, wurde totgeschwiegen. An solchen Beispielen sieht man, also allein was die Windräder für eine Abholzung und eine Rodung verursachen, auch in Baden-Württemberg jetzt, wo der Auerhahn bedroht ist durch die Windparks, und all sowas interessiert diese Leute überhaupt nicht. Es sind immer nur so kleine Geschichten, die werden dann rausgepickt und symbolisch aufgeladen, wie Hambacher Forst, da kann man natürlich schön einen Sticker machen, Hambi bleibt, jetzt kann man schön Lützi bleibt als Parole prägen. Und nochmal zum Hambacher Forst, das war ja wirklich eine beispiellose Entgleisung, also was da passiert ist, nicht nur Fäkalien waren ja im Einsatz, sondern auch Molotow-Cocktails, dann hat man Böller mit Schrauben gefüllt und auf Polizisten geworfen, also wie Kugelbomben, da hätte sonst was passieren können, und das droht jetzt auch in Lützerath ab Mittwoch. Eine Deutschland-Zerstörungskompanie, angeführt unter der Regenbogenfahne von Luisa Neubauer. Ja, liebe Zuschauer, was halten Sie von dem Theater in Lützerath? Schreibt uns gern Ihre Meinung in die Kommentare auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. UFOs? Alles Quatsch. So lautet die gängige Reaktion auf Theorien über Außerirdische. Der Bestsellerautor. Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.